Was ist eigentlich das da? Einkaufswagen. Ach so, Gepäckwagen. Ich verstehe. Ein Kartenständer. Für 200 Sternis Nachrichten per Karten verschicken. Oh, hey, Seppoloni. Wusstest du schon, dass du ab sofort Karten an Freunde senden kannst, mit denen du gespielt hast? Dabei gelten allerdings ein paar wichtige Regeln. Würdest du dir das hier durchlesen, um die Anwälte pochen darauf? Ich finde das ja witzig, dass die ganzen Nutzerbedingungen wirklich im Spiel so verpacken, von wegen hier. Unsere Anwälte bestehen drauf, dass du die liest. Wie wär's? Willst du es gleich nochmal ausprobieren? Da stand irgendwas von 300. Aber ich habe eh nicht vor, so viel zu verschicken, glaube ich. Alles klar, an wen möchtest du schreiben? Mein Zukunfts-Ich, Freund. Oh, dann schreibe ich meinen Nachbarn hier auch gleich. Das ist eine gute Idee. Alles klar, an welchen Freund soll die Karte gehen? Ganz genau. An Silia. Alles klar. So, Ostern ist noch ein bisschen früh für Ostern. Begrenzt verfügbar. Bis 31.05. ist das das Frühlingspapier quasi. Ich verstehe. Dann nehmen wir so ein Frühlingsmotiv. Happy. Happy Name Day. Ah ja, Geschenk hinzufügen. Genau, das funktioniert. Das ist cool. Ich schick dir ein Stöckchen. Schicke ich dir jetzt 13 Äste? Das ist ein bisschen viel. Ich würde dir einen Ast schenken. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, dann kriegst du halt 13 Äste, wenn es ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt 13 oder einer ist. Also gut, die Zustellungsgebühr beläuft sich auf 200 Sterni. Prima. Dann wollen wir mal alle an den. Jetzt bin ich gespannt, ob du den Brief morgen früh kriegst oder. Jetzt sofort. Der Brief wird jetzt immerhin zugestellt, sagt er angeblich. Karte wird verschickt. Ja, mach das. Das finde ich gut. Dann können wir uns ständig irgendwelche Sachen hin und her schicken in dem Spiel. Dafür ist es doch da. Die Karte wurde verstickt. Vielen Dank. Da muss ich an meine Bewohner jetzt auch noch was schicken, an die beiden. Weil wenn dann Leute mich auf meiner Insel besuchen, wenn es immer noch so ist wie früher, dann zeigen die Bewohner die Briefe. Die haben wohl noch nie was vom Briefgeheimnis gehört. Okay. Ich will eine Karte verschicken. An Nachbarn. An jemanden auf der Insel. An wen genau? An Bella. Alles klar. Dann such dir einfach eine Karte aus. Was passt denn zu Bella? Was würde denn Bella gut finden? Okay. Bella würde. Oh, das schreit nach Bella. Hallo? Wie? Schreiben dauert leider so lang. Geht's den. Denn Blumen im Kopf. Weil davon redet sie die ganze Zeit. Oh nein, das ist aber nicht schön. Warte mal. Okay. Die erzählt mir dauernd irgendwas von ihren inneren Blümchen und sowas. Ich finde die cool. Oh, ich habe wirklich alle Stöcke geschickt. Na gut. Oh, ich kann ihr leider die Klische nicht schenken. Dann kriegt sie halt kein Geschenk. Ein Brief allein ist doch schon geschenkt genug. Zustellungsgebühr 200 Sternis. Karte wurde verschickt. Vielen Dank. Na gut, jetzt muss ich aber fast dem Philipp auch noch eine Karte schicken. Sonst ist der wieder eifersüchtig. Ah, der Brief kam schon an. Oh, das ist ja cool. Das ist ja interessant, dass das so schnell geht.
An Philipp. Philipp. Ah, da ist nix so richtig, Philipp. Da ist jetzt nichts dabei, das nach Philipp schreit. Schade, schade. Dann kriegt der das Camouflage-Tarnmuster. Das ist wenigstens so ein bisschen. So Ninja-Tarnung. Na? Du. Alter. Zerstörer. So, jetzt hat jeder einen Brief bekommen. Na wunderbar. So, na dann. Okay, mach's gut, Toxic. Gute Nacht. Hat jemand einen Tipp, was richtig geile Snacks beim Zocken angeht? Mal von Standardsachen abgesehen. Nicht wirklich, glaube ich. Entweder hat man bröselige Finger oder es ist ungesund. Das klingt zwar voll spießig, aber wir snacken jetzt abends öfter Karotten und Selleriestangen mit einem Quarkdip. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Da ist schon wieder die Spinne. Ich habe sie nicht kommen sehen. Die hat sich angeschlichen. Unter meinen Bäumchen ist sie rausgekrochen. Die blöde Kuh. Irgendwann kriege ich dich. Tarantula. Oh, ich habe Post. Von Celia. Schauen wir mal. Grüße. In die Tasche. Zwei Orangen. Das ist ziemlich cool. Jetzt habe ich leider keine... doch, ich habe noch eine Schaufel. Was rede ich denn? Dann kann ich nämlich gleich für meine Obstplantage noch einen Orangenbaum pflanzen. Dann stehen jetzt hier zwei Bäume hässlich hintereinander. Aber ich wollte ja sowieso zwei reich pflanzen. Mir ist aber aufgefallen, wenn die so nah zusammenstehen, gefällt mir das nicht. Aber ich kann die jetzt erstmal pflanzen. Das ist ja kein Problem. In dem neuen Teil kann man die ja recht problemlos wieder verschieben. Also kann ich hier ruhig mal die einfach hier wachsen lassen und dann kann man immer noch weiterschauen. Dankeschön, der Cludo. Ziemlich cool. Tuck-Cracker mit Frischkäse. Oh ja, Tuck ist geil. So Tuck-Cracker habe ich auch öfter mit ein bisschen Käse. Also kein Frischkäse, sondern normalen Käse. Und eine Tomate drauf gegessen. Das ist auch lecker. So eine dünne Tomatenscheibe, dünne Käsescheibe, Tuck-Cracker. Ziemlich lecker. Und ein bisschen Salz. Eine Prise Salz. Hey, nimm mal die Schaufel weg. Ach Mann, ey. Ich würde gern mehr Animal Crossing spielen jetzt gerade, aber mir gehen die Möglichkeiten ein bisschen aus. Ich kann das Wasser nicht überqueren. Ich kann schon langsam nicht mal mehr Unkraut sammeln. Ach ja, ich wollte zu meiner Sammlung noch die andere Flunder stellen, die keine Flunder ist. Die Nicht-Flunder. Die Klische. Okay. Ich sollte mein Netz parat halten, falls sie kommt wieder. Falls sie wieder kommt, die... Tarantel. Ich suche die jetzt. Wenn sie wiederkommt, bin ich vorbereitet. Eigentlich nicht. Ich bin nicht mehr vorbereitet als sonst immer, aber mach die fertig. Hey, hast du irgendwo eine Spinne gesehen? Oh, Entschuldigung. Hallöchen. Alles fit, hoppla hopp. Lass mal quatschen. Eine klasse Insel ist das hier. Eine angenehme Brise, krachende Wellen, so viel Natur. Perfekt. Hier möchte ich unaufhörlich Insekten und Fische fangen und endlose Runden joggen.
Ja, aber ist das nicht alles ein bisschen klein hier? Wäre es nicht cool, wenn wir mal eine Brücke hätten? Oder zumindest so einen Stab zum übers Wasser hüpfen? Aber andererseits, was wäre denn schon jenseits von hier? Nur noch mehr Unkraut und Bäume. Aber trotzdem. Hier, Spinni, Spinni, Spinni. Ob ich die Spawnen der Spinne wahrscheinlich... Kann schon sein, wenn ich rein und raus gehe öfter mal. Kann das schon sein. Gurken. Ja, Gurken sind auch eigentlich kein schlechter Snack. Es ist wirklich so, je älter ich werde, desto mehr mag ich Gemüse. Einfach nur Gemüse. Gar nicht irgendwie fancy. Ebenso Karotten in so, so... Wie nennt man denn das? Wie sagt man denn da? So Streifen geschnitten. So Sticks im Grunde. Und dann dippen. Eigentlich voll geil. Cool, Wedel. Kommst du auch mal rum? Na? Hast du letzte Nacht gut gepennt? Auf unserem Inselchen ist es nachts eher tote Hose angesagt, Wedel. Macht aber nichts. Als alte Nachtleute wird mir nie langweilig. Als alte Nachteule wird mir nie langweilig. Solange ich derb um die Häuser ziehen kann. Ja, hier auf der Insel gibt's halt keine Häuser, sondern nur Zelter. Du kannst da schon um die Zelter ziehen, wenn du willst, aber mit was und warum? Tschüss! Ich bin schon auf die nächsten Möhrenstifte. Ja, genau. Warum nicht? Hallo, Crit Happens. Willkommen. Schön, dass du dabei bist und danke fürs Followen. Die Tarantel fangeln. Das ist jetzt meine große Mission. Oh, ein Brief. You got mail. Nochmal von Celia. Und hier ist noch einer. Mit Dunkelquadratboden. Interessant. Dunkelquadratboden. Kann ich den jetzt hier in meinem Zelt auslegen? Kann ich Boden in meinem Zelt verlegen? Nein, schade. Schade, dann kann ich das leider... Aber ich bin gespannt. Dunkelquadratboden. Das wird wahrscheinlich mein erster Bodenbelag, sobald ich ein größeres Haus habe. Draußen kann man den auch nicht legen, oder? Wieso? Nee. Ach so, ablegen will ich den nicht. Nee. Nein, nimm ihn wieder. Cool, dankeschön nochmal, Dodo. So, wo bist du jetzt, Tarantel? Hey, Philipp, nutz doch mal deine Ninja-Skills und hilf mir ein bisschen. Kannst du dich nicht irgendwie tarnen? Kannst du nicht irgendwie so Naruto-mäßig irgendwie coole Sachen machen? Das wäre ziemlich hilfreich. Aber der geht den ganzen Tag nur joggen. Was ist der eigentlich für ein Ninja-Hase, wenn den ganzen Tag nur joggen geht? Ach, der Geist. Wenn ich doch nur darüber könnte. Aber wahrscheinlich, ich meine, da muss man wahrscheinlich Glück haben. Die ganzen Werkzeuge kriegen wir jetzt wahrscheinlich einfach nach und nach. Die ist bis jetzt, glaube ich, schon immer so ziemlich unter einem Baum gespawnt, oder? Andererseits stehen hier so viele Bäume. Kann halt sein, dass das nur Zufall war. Die könnte überall sein. Wer weiß. Aber die habe ich jetzt so oft getroffen. Aber jetzt, wo ich sie suche, finde ich sie natürlich nicht mehr. Ist eh klar. Gemein. Wusste bis eben gar nicht, dass du auch streamst. Ah. Ein Riesenlob aussprechen. Deine ganzen Lore-Videos und alles Mögliche und zu allen möglichen Spielen. Echt viel Spannendes. Ich kann nicht mehr lesen. Crit Happens, sorry. Aber Dankeschön. Ich stream normalerweise eigentlich so ziemlich immer dienstags um 19 Uhr geht's los. Eigentlich fast jeden Dienstag. Und jetzt ist eben gerade 24 Stunden Stream. Und die ersten 12 Stunden sind fast rum. Bald geschafft. Puh, Halbzeit. Die
Ich schau mal, dass ich dir so einen Stab schicke. Oh, das wäre super. Kannst du die craften schon? Kann man Werkzeug verschicken? Ja, vielleicht. Hoffentlich. Das wäre echt cool, weil dann könnte ich zu dem Geist wenigstens mal rüber. Und ich könnte noch ein paar Kirschen sammeln, damit ich ein paar Bäume umpflanzen kann. Damit ich die esse, quasi. Ach, Fisch. Jetzt sei doch nicht so blöd. Come on. Ja, er hat angebissen. Also, er ist drauf angesprungen. Angebissen hat er noch nicht. Jetzt. Eine Bachschmerle. Die haben wir schon. Oh, man kann maximal 2 Briefe pro Tag und Person verschicken. Na gut. Dann mach mal deinen Flughafen auf. Das ist eine gute Idee. Aber kann man dann Items einfach so durchtauschen? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das geht. Aber das versuchen wir jetzt einfach. Weil so ein Stab wäre super. Kannst du dir schon craften? Weil ich will dir nicht deinen Stab wegnehmen, wenn du nur einen hättest oder so. Das wäre dann bescheuert. Aber wenn du die herstellen kannst oder kaufen, dann gerne. Warte mal ganz kurz, bevor ich jetzt den Flughafen öffne und dann wieder nichts aufstellen kann, muss ich ganz kurz schauen, ob mein Inventar leer genug ist. Ja, das passt. Besucher empfangen. Job kann auch schon Leitern bauen. Leitern. Damit man auf hohe Höhen kommt, quasi, oder wie? Crazy. Okay, online spielen. Verstanden. Dann lass mich mal eben schnell eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Roger, Roger. Und währenddessen habe ich so viel von Karottensticks und so geredet, dass ich jetzt erstmal Chips essen werde. Okay. Cool. Oh, was? Ich habe es nicht gelesen. Ab und zu kaufe ich mir Fertig-Croissants-Teig. Mach eine Kugel draus, die ich mit verschiedenen Zutaten fülle, zum Beispiel Käse oder Schinken. Ah ja, das kann ich mir gut vorstellen, das ist eine gute Idee. Man kann auch mit so Pizzateig, den man kauft, super so Pizzataschen machen. Jemand kommt zu Besuch. Was ich immer super finde, das ist jetzt nicht ganz so kreativ, aber ich kaufe immer gern diese Billigpizzen, diese ganz billigen Pizzen einfach vom Aldi oder Lidl oder auch Edeka, diese Eigenmarkenpizzen, die Margarita, die eigentlich nach gar nichts schmecken und belegt die, weil die Soße ist nicht schlecht eigentlich. Und wenn man die ordentlich bewegt und belegt und Käse drauf, kann man da echt gute Fertigpizzen echt billig machen. Ich muss die Chips wieder weglegen, weil ich will nicht die ganze Zeit so ins Mikrofon crunchen. Hey! Neue Haarfarbe. Cool. Hast du nicht schon den Rock, den ich dir geschickt habe? Ach so, ja klar, du hast den ja schon bekommen. Ah, ich war jetzt irgendwie wieder für einen Bruchteil einer Sekunde drauf, dass das bis morgen dauert. Quatsch. Nee, Moment, aber ich krieg den Rock erst morgen. Ich bin echt schon verwirrt. Aber hey, 12 Stunden ununterbrochen zocken, da darf man echt verwirrt sein, finde ich. Hallo! Du
Sprungstab. Leiter. Dankeschön. Das ist ziemlich awesome. Die werde ich gleich mal nutzen. Ich suche gleich mal den Geist da drüben. Mal schauen, ob ich ihn noch finde. Die von gut und günstig finde ich nicht schlecht, sagt Felix. Ja, ich finde die grundsätzlich gar nicht so schlecht. So, jetzt pass auf, da müssen wir jetzt den Stab erstmal auswählen wahrscheinlich. Aha. Was haben wir denn da? Nein, daneben geschaufelt. Aha. Oh, ein Fossil. Cool. Ach so, ja, genau das fällt mir gerade ein, Leute. Ich bin doof. Ich dachte aus irgendeinem Grund, das hier wäre die Levelbegrenzung. Aber das ist ja gar nicht die Levelbegrenzung. Die Insel ist ja noch viel größer. Ich kann hier jetzt mit der Leiter, die Cludo mir mitgebracht hat, netterweise, hier hochklettern. Auf die höheren Gefilde meiner Insel, auf der Tannen stehen. Und schon irgendwelche Blumen. Und hier ist sogar ein See. Cool. Da spiele ich ein kleines, fröhliches Feierliedchen auf meiner Ocarina. Ja. Das war das Dankeschön-Lied. Das Danke für die Leiter und den Stab-Lied war das. Die offizielle Danke für Leiter und Stabhymne. Fossilien sind super cool, aber leider haben wir noch kein Museum, sonst wären die erst recht cool. Weil damit kann man Dinosaurier-Skelette erstellen, also richtige und auch andere Fossilien wirklich. Und nicht nur ans Museum spenden, sondern auch zur Dekoration einfach so aufstellen, wenn man Böcke hat. Kann ich da gar nicht auf den Strand? Ach, der ist so tief unten. Der kleinste und am schwersten zu erreichende Strand der Welt ist das hier. Mein Handy macht gerade Geräusche. Ich weiß gerade gar nicht, was. Ich würde nur interessieren, wer um die Zeit noch SMS schreibt. Okay. Ich fühle mein Handy wirklich nicht. So wichtig wird es nicht sein. Schon wieder gehört. Wo ist es denn? Mysteriös. Ich höre es ganz deutlich, aber ich finde es nirgends. Es hört sich an, als wäre es direkt neben mir. Ah, ich hab's gefunden. Oh. Okay. Katzenbilder. Katzenbilder sind immer wichtig. So, wo ist denn jetzt dieser Geist? Ah, da hinten ist noch was zum Ausgraben. Da schaufeln wir nochmal. Wartet mal. Muss mir das Katzenbild mal genauer anschauen. Ich würde mich eher fragen, wer 2020 noch SMS schreibt. Ja, es sind keine SMS, sondern quasi, wie heißt es, wenn Apple untereinander Nachrichten schreiben? Apple Messages oder so. Die Zelda und der Ganon. Die sind eigentlich nicht, also die sind immer ein bisschen problematisch, die beiden. Weil die immer ein bisschen Knatsch haben. Aber hier sitzen sie gerade gemeinsam im Regal und kuscheln. Das ist schön. iMessage, genau. Das ist doch cool. Das ist schön. Die beiden haben jetzt echt so lange gebraucht. Die haben sich über die letzten 1,5 Jahre immer mehr schön langsam angenähert aneinander. Am Anfang war es ganz schlimm mit den Zweien. Und dann wird es immer besser und besser und besser. Mittlerweile sitzen sie schon gemeinsam im Regal und
Das sind Freunde. Zählt das hier eigentlich als See? Und gibt es in einem See andere Fische als in einem Fluss? Das sind so die Fragen, die mich beschäftigen. Ah, so einen Felsen habe ich gesucht. Das sind andere Inseln. Vielleicht ist das da hinten die Insel von Cluedo. Wer weiß. Ich wollte schon immer hier am Meer auf einem Felsen stehen und Ocarina spielen. Das ist eigentlich, deswegen habe ich mir das Spiel geholt. Jetzt nochmal. Jetzt schön. Okay, genug. Genug der Ocarina. Was ist das für ein großer Fisch? Wahrscheinlich eine Flunder. Schauen wir mal. Ich bin so blöd, ey. Das ist wirklich... Das ist echt schlimm, wenn man einfach übermüdet ist. Oder überanstrengt. Momentan bin ich noch nicht wirklich müde, aber wenn man überanstrengt ist, dann passieren einfach doofe Sachen die ganze Zeit. So, der Geist. Der Geist, der Geist. Der Geist der Weihnacht. Der war irgendwie ganz woanders. Hey, die Insel ist ganz schön groß, ne? Wenn man jetzt so nicht mehr auf den kleinen Startbereich beschränkt ist. Wo ist sie denn bitte, die Schaufel? Ich glaube, das ist jetzt das Letzte, was ich in meinem Inventar platzmäßig habe. Ich muss jetzt irgendwie die Fossilien... Oh, verdammt. Die Fossilien kann ich gar nicht lagern. Stimmt. Das ist ja voll blöd. Ich kann die Fossilien überhaupt nirgends lagern, weil ich in meinem Haus noch keinen Speicherplatz habe. Und... 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 Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich hab vergessen, wie man spricht. Und ich die nirgends aufstellen kann oder sowas in der Art. Naja. In Seen kann man zum Beispiel Koi-Karpfen finden. Naja, das ist interessant. Hattest du das Spiel nicht schon? Ja, ja. Das Spiel wird uns heute bestimmt noch mehrmals, also mindestens noch einmal dann, morgen quasi, morgen Vormittag begleiten. Animal Crossing geht immer. Leider kann man halt an einem Tag im Grunde nur so und so viel wirklich effektiv machen. Und leider ist mein Inventar jetzt ein bisschen voll. Und ich will die Fossilien nicht wegschmeißen, aber kann sie auch nirgends lagern. Und das macht mich traurig. Ah, Unkraut sollte ich noch verkaufen. Mensch. Eine Bachschmerle, 400 Sternis, nicht schlecht. Oh, ein Samus Aran T-Shirt. Das ist cool. Muss ich leider nochmal schnell was verkaufen. Also, ich darf keine Fossilien mehr ausgraben, solange ich die nicht spenden kann. Und kein Unkraut mehr jäten. Weil sonst habe ich bald überhaupt keinen Platz mehr frei. Ich bräuchte Stauraum, das wäre echt gut. Aber das kriegt man erst mit seinem Haus, ne? Und ein Link-Hut. Oh, das ist hier ein cooles Design. Ist das ein offizieller Hut? Das ist nicht gezeichnet, oder? Den Hut gibt es so wirklich, oder? Wahrscheinlich. Cool. Cool aus. Das einzige T-Shirt, das ich anziehen kann von meinen gezeichneten Sachen. So, weil dann muss ich ins andere Menü. Ist das da?
Nee, warte mal, ich kann auch das da anziehen. Ein ärmelloses Landsquid Birdrider Tanktopf. Ist das nicht toll? Wenn das so langsam geht, ist man aber da aber echt super creepy, oder? Ich finde den toll. Ich mag meinen Avatar. Mit Profi-Designs kannst du auch Klamotten erstellen. Achso, ist der Hut wirklich von dir erstellt? Das finde ich ja sehr cool. Ziemlich fancy, aber jetzt habe ich den Geist immer noch nicht gefunden. Nicht, dass der jetzt wieder weg ist. Ich meine, es ist kurz vor Mitternacht. Wer weiß, wie lange und wie oft der da ist und wo er ist. Ich könnte die Steine hier noch klopfen. Aber ich habe eh keinen Platz mehr im Inventar. Ach so, genau, da muss ich Kirschen essen vorher, damit das geht. Ah, nicht ablegen. Animal Crossing Guy. Was machst du denn? Bitte schließ das Fenster. Sofort, gleich. Ich esse noch schnell die Kirschen. So. Jetzt. Ups. Nein. Nicht das Unkraut. Okay, ein Besucher verlässt die Insel. Tschüss. Judo. Mr. Nonconform, das ist eine tolle Idee. Das könnte funktionieren. Da hätte ich auch die Hoffnung, dass die sich nicht auflösen. Wenn ich die einfach liegen lasse, würde ich mir Sorgen machen. Aber die vergraben, das riskieren wir jetzt mal. Wenn, dann sind halt ein paar Fossilien weg. Das finde ich jetzt auch gar nicht so super mega schlimm. Die findet man wieder. Ich meine, schade wäre es schon, aber die zu vergraben. Oder die andere Idee, die mir gerade noch kam, wäre die vielleicht. Kannst sie aber ohne Sorge auf den Boden legen. Wirklich, die lösen sich nicht auf, weil dann mache ich das. Weil ansonsten hätte ich noch die Idee gehabt, dass man dieses vielleicht auch. Mein alter Nemesis. Einfach per Post an mich selbst schicken könnte. Wo ist sie denn jetzt? Bäh, nimm die doch nicht in die Hand. Eine Vogelspinne. Das war richtig haarsträubend. War es wirklich, aber den Witz verstehe ich nicht, weil Vogelspinnen Haare haben am Hinterleib. Mein Netz ist kaputt gegangen, aber das war es wert. Okay, cool. Vogelspinne gefangen. Oh, hast du die hier hingelegt? Hab auch ein paar Mats vor dein Zelt gelegt. Ah ja, cool. 6 Holz, Hartholz. Habe ich da noch? Wie viel kann man denn stapeln? Aber das mache ich dann wirklich. Wenn die eh liegen bleiben, dann lege ich hier mal die Fossilien ab, bis ich die irgendwann ans Museum spenden kann. Was wahrscheinlich befürchte ich dann erst übermorgen der Fall sein wird. Weil morgen bekommt er erst Eugene wahrscheinlich. Obwohl, da muss ich ihm doch schon ein paar Sachen spenden, damit er überhaupt das Museum eröffnet, ne? Ja, vielleicht kriegen wir die morgen schon los dann. Also im Stream noch. Mal schauen. So, und jetzt? Was machen wir jetzt noch? D.
Den Geist hätte ich gern noch gefunden. Nur die Frage ist, ob der noch da ist. Weil es ist jetzt nach Mitternacht. Oder krabbelt schon wieder was hinten? Das ist aber keine Spinne. Oh, ich habe jetzt kein Netz. Vielleicht kann ich mir schneller eins bauen. Ich hoffe, der Käfer ist da noch da oben. Wer weiß. Ich meine, es ist jetzt nach Mitternacht. Gut möglich. Ach, da brauche ich die Äste. Die Äste, die ich Cluedo geschenkt habe. Zum Testen. Per Post. Eins. Oh ja, stimmt natürlich. Ich könnte auf dem unerforschten Teil der Insel Bäume schütteln ohne Ende. Also spätestens 7 Uhr wollte ich morgen anfangen, Animal Crossing zu spielen, Seppo. Falls du dann nochmal bei mir auf der Insel vorbeischauen magst, ich gehe jetzt nämlich ins Bett. Gute Nacht, Cluedo. Es kann sein, dass ich morgen kurz powernappe um 7 und die Merlin um die Zeit übernimmt. Aber grundsätzlich, wenn ich dann wieder da bin, dann sehr gerne. Sternis sind auch nicht schlecht, aber ich hätte jetzt lieber Stöckchen. Ein Sackträger. Zum Glück brauche ich den nicht. Wenn da jetzt ein neuer Käfer irgendwo rausfallen würde und ich habe keinen Kescher, würde ich mich ärgern ein bisschen. Ich habe erst 3 Holz. Boah, das dauert. Ich dachte, ich hätte schon mehr. Ich bin ja schon froh, dass kein Wespennest rausfällt. Und dass der Stab noch nicht zerbrochen ist. Jetzt verstehe ich auch, warum es Nuke Rescue gibt. Weil wenn der Stab brechen kann, und das kann er wahrscheinlich, dann könnte man quasi irgendwo festsitzen auf der Insel. Und kommt nur mit der Hilfe von diesem Rettungsdienst wieder zurück. So, 5 Stöckchen haben wir. Wir ziehen das zusammen für das Spiel auch schon seit 12. Felix. Na dann. Sind wir schon 2. Da oben wäre noch was zu buddeln. Na gut. Mein Gott, ich kann so viel an Eugene spenden, an Eugen, wenn er endlich kommt. Komm doch mal, du blöde Eule. Jetzt so viel für dich. Jawohl! Hallo, mein geisterhafter Freund. Ah, ein Geist! Moment mal. Oh nein, er hat seine 5 Dragon Balls losgeschickt. Ich kann es nicht glauben. Irgendwie muss ich es ja immer. Aber, dass es Geister wirklich gibt. Ich wusste es immer. Wie? Du bist ein Mensch? So ein richtiger, echter Mensch? Ich bin jetzt wirklich lange auf dieser Insel. Aber einen Menschen habe ich hier noch nie gesehen. Oh, du bist gerade erst hergezogen. Ah, ach so. Das erklärt das natürlich. Dann erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Buhu. Freut mich. Ich sage es einfach frei heraus. Ich liebe die Nacht. Ihre Dunkelheit. Aber ich habe Angst vor Geistern. Und liebe Güte, unser Treffen hat mich zutiefst erschüttert. Du hast mich so erschreckt, dass ich glatt Fragmente meiner Seele verloren habe. Das muss passiert sein, als wir zusammengestoßen sind. So kann ich jedenfalls nicht bleiben. Was für ein Schlamassel. Ich bitte dich wirklich nicht gerne darum, aber könntest du die fehlenden Fragmente meiner Seele suchen? Sonst bleibe ich für immer so. Und das geht doch nicht. Bitte hilf mir. Es soll auch dein Schaden nicht sein. Mal sehen. Insgesamt gibt es 5 Fragmente meiner Seele. Wahrscheinlich kannst du sie auf der Insel verteilt finden. Und du wirst einen Kescher brauchen. Huch, du hast keinen Kescher. Aber du kannst ja aus Ästen einen provisorischen bauen. Ich verlasse mich auf dich. Danke. Okay. Dann hoffen wir, dass unser Stab nicht kaputt geht. Dann baue ich mir jetzt endlich einen Kescher. Und dann versuchen wir, die 5 Fragmente seiner Seele zu finden. That's so weird. Dass ich es gut finde.
Passt schon. Genug Platz ist es. Obwohl, wenn ich wirklich 5 Inventarplätze brauche, parke ich hier lieber noch ein Fossil. Und selbst dann habe ich nicht genug Platz. Ah, warte mal. Kann man den Regenschirm nicht sogar wie ein Möbelstück platzieren? Hm, ja, doch. Ja, oder weniger. Doch, genau. Das ist quasi ein Möbelstück. Na dann. Ich sehe ein Seelenfragment. Ich brauche jetzt nur einen Kescher noch. Okay, cool. Metatron ist auch bis zum Schluss dabei. Ja, wie gesagt, erfahrungsgemäß werden die letzten Stunden für mich wirklich zur Qual. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich mal eine Stunde Pause machen kann, wo eben die Merlin übernimmt. Aber gut. Ansonsten bin ich auch die ganze Zeit da. Eine Buhu, ein Buhu-Seelenfragment. Bruder, es ist irgendwie kalt geworden. Schauen wir mal, ob wir die anderen hier auch noch finden. Ah, da haben wir schon eins. Ah, Moment mal, ich könnte mein T-Shirt wieder anziehen. Dann haben wir auch gleich wieder einen Inventarplatz mehr. Ach, das sind gleich zwei. Ach so, nee, ja, das eine ist der Geist selbst, genau. Nein, nicht aufs Wasser rausfliegen. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, den kriegen wir nicht mehr. Der Zeitsinn ist. Die Zeit wird sich noch wünschen, das Zeitliche gesegnet zu haben. Ne? Dann wird noch das Zeitliche segnen. Was ist denn das hier für ein Steg? Was ist denn das für ein Riesenfisch? Wahrscheinlich wieder nur ein Barsch, der mir gerade wieder einfach riesig vorkommt, obwohl es gar nicht ist. Aber sollte ich jemals meine Angel finden, werden wir es rausfinden. Eventuell. Ah, come on, Fisch. Ah, warte mal. Ich brauche meine Schleuder. Yes. Ah, come on. Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht abzuschätzen. Ah, das hat jetzt getroffen. Okay, von mir aus. Schauen wir mal, was es ist. Ein Eisenerz. 5 Eisenerz. Okay, finde ich gut. Warum nicht? Ja, jetzt könnt ihr doch hingucken, oder? Hm. Ja. Ein Seebarsch. Manchmal bist du wirklich sehr barsch. Dachte schon, jetzt kommt ein anderer rein. Aber logischerweise habe ich mir schon gedacht, dass er nicht kommt. So, was haben wir denn wieder? Fossilienfunde haben wir jetzt schon genug. Das wir auch. Wir haben jetzt 10.000 von diesen Nukmeilen. Wenn ich die endlich mal eintauschen könnte. Verdammt nochmal. Wer weiß, was wir damit schon alles anstellen könnten. Hört gar nicht mehr auf. Weil von der Spinne gegessen wurden, oder? Auf dieser Insel gibt es einige wahrlich furchterregende Krabbeltiere. Wenn du eines davon entdeckst, fass dir ein Herz und fang es mit einem Kescher ein. Ja, cool, weil wir die Spinne gefangen haben. Jetzt muss ich kurz schauen, weil ich mir echt nicht sicher bin, ob der Fisch neu ist. Jetzt habe ich den Wortwitz von Klischee gar nicht gelesen. Wahrscheinlich, dass die ein Klischee ist. Oder sowas. Die Vogelspinne. Yeah. Und der Einsiedlerkrebs.
Der Seebarsch. Hatten wir vorher echt noch keinen Seebarsch? Ich glaube, den habe ich. Der Seebarsch, ja, wahrscheinlich. Anscheinend. Anscheinend ist der neu. Ach ja, genau. Wir waren ja auf Seelenjagd. Stimmt, ich hätte schon fast vergessen. Hallo, Sakultendo, wie geht's? Oh, eine Koralle. Korall! Ich hol mal, solange wir die Angeln noch haben, angel ich mal noch ein paar Fische. Wobei, dann fehlt uns wieder der Inventarplatz für die Seelen. Oder werden die Seelen werden gestapelt, sehe ich gerade. Na dann. Platsch. Dich kenne ich aber schon, eine Makrele. Krawil, Krawil. Da ist eine Makrel. Seelen, wo seid ihr? Geht die Leiter eigentlich auch kaputt? Das wäre doof. Finde ich. Ups. Lehmstein und eine Assel. Ach komm, die Assel lassen wir einfach. Oh, aber den Käfer lassen wir nicht. Der ist neu. Der sieht lustig aus, als hätte der ein Gesicht mit einer riesigen Nase. Oho, haha, eine Gesichtswanze. An wen erinnert mich die? Hm. Eine alte Frau. Schon wieder Noobmeilen. Entomologe. Weil wir 10 Insekten gesammelt haben.